Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von War Thunder Ground Forces mit Implied. Implied bin ich. Heute geht es um das wichtigste Tutorial, das ich bisher gemacht habe. Es geht nämlich um Hitzonen, es geht um Panzerplatten, es geht um angeschrägte Panzerung und es geht darum, warum ich manchmal schieße und schieße und schieße und nichts passiert und ein andern Mal, wenn auf mich geschossen wird, fliege ich direkt in die Luft. Ganz nebenbei beantworten wir auch noch die Frage, hat Gaijin die Russenpanzer OP programmiert oder ist das irgendwie vielleicht doch nicht so? Wichtig ist, dass wir erstmal wissen, dass Gaijin uns ein Tool zur Verfügung gestellt hat, beziehungsweise sogar zwei Tools. Irgendwann mit einem Patch Version 3. Hast du nicht gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Da wurde das hier eingeführt. Ja, ihr könnt hier oben auf diesen Button klicken und dann öffnet sich einmal ja, die Übersicht zu dem Fahrzeug. Da steht drin, was das Fahrzeug kann, was für Werte das Fahrzeug hat. Und ich kann hier unten auf Armor und X-Ray klicken. So, wenn ich auf Armor klicke, dann komme ich in diese Ansicht hier. Und in dieser Ansicht, ne, hat bestimmt schon der eine oder andere drüber geguckt, kann ich gucken, ne, wo sind hier irgendwelche Panzerplatten und wie dick sind diese Panzerplatten. Es ist im Grunde genommen wichtig, dass sich das jeder mal einmal anguckt. Zum einen, damit man weiß, wo die Schwachstellen vom eigenen Fahrzeug sind. Wo bin ich am wenigsten gepanzert? Wo bin ich am stärksten gepanzert? Und natürlich auch die Gegnerfahrzeuge so ein bisschen kennenlernt, damit man weiß, an welcher Stelle kann ich die eigentlich am leichtesten knacken. Ne? Es gibt den einen oder anderen Panzer, da habe ich Probleme. Dann gucke ich jetzt einfach mal hier rein und gucke, ne, wo ist hier die Schwachstelle von diesem Fahrzeug. Ich kann ja diese Ansicht für jedes Fahrzeug, das im Spiel vorhanden ist, jedes Panzerfahrzeug, kann ich mir ja quasi fertig machen, ne? Indem ich zum Beispiel hier unten auf Forschung gehe und ich würde jetzt hier ein Fahrzeug nehmen, da unten, das noch gar nicht erforscht worden ist, der Panther 2, dann klickt man hier unten mit rechts drauf, macht Vorschau, dann kommt man in die Vorschau, dann sieht das genauso aus wie jetzt hier bei dem Tiger und dann kann ich hier unten in dem Bereich mir auch diese ganzen Sachen anschauen, indem ich auf Armor, X-Ray oder sonst irgendwie was klicke. Warum, sage ich jetzt, ist es überhaupt wichtig? Weil die meisten Leute überhaupt gar nicht wissen, was diese Funktion kann. Die kann nämlich was ganz Tolles. Und ich zeige euch das jetzt mal hier am Tiger. Ja, ihr kennt das alle, die Situation kennen wir aus dem Spiel. Auf einmal steht uns ein feindliches Fahrzeug gegenüber und wir schießen. Ja? Und im Fall eines deutschen Panzers bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs sind hier eher eckig gebaut worden mit senkrechten Panzerplatten. Im Fall eines deutschen Fahrzeugs, wie jetzt hier dem Tiger, würden wir dann womöglich hier vorne irgendwo reinschießen. So, und wenn ich jetzt die Maus über diese Panzerplatte bewege, dann seht ihr, die Panzerungsstärke des Tigers ist an dieser Stelle 102 mm. Darunter noch ein kleiner Text, effektive Panzerungsstärke ebenfalls 102 mm. 102 mm kann man unter Umständen schon mal durchschlagen. Was anderes ist das jetzt aber, wenn dieser Tiger uns nicht direkt gegenübersteht, sondern womöglich so. Habt ihr bestimmt auch schon öfters gesehen, dass gegnerische Fahrzeuge, vor allen Dingen die, die ihr schwer knacken könnt, irgendwie ja nicht gerade zu euch stehen, aber auch nicht wirklich schräg zu euch stehen, sondern irgendwie so angewinkelt. Und dieses Angewinkelte, das ist eine ganz tricky Sache. Das haben übrigens früher auch die Panzerkommandanten angewandt, diese Taktik. Es geht darum, dass ein Geschoss, das jetzt auf eine Panzerplatte einschlägt, ja, egal ob es die Seiten- oder die Frontpanzerung ist, jetzt einen viel längeren Weg hat, um durch den Stahl durchzukommen. Wer in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, hat das gelernt, ne? Material, das ich kippe und dann trotzdem versuche, gerade eine Stange da durchzuschieben. Die Stange hat einen viel weiteren Weg. So, und genau das machen wir uns im Spiel auch zunutze. Und dieses Tool, über das wir jetzt hier gerade reden, zeigt euch sogar, warum es so einen Sinn macht, sich so hinzustellen. Könnt ihr euch daran erinnern, eben die Panzerplatte, was hatten wir da? 102 mm. Ne? Jetzt ist der Panzer angeschrägt. So, jetzt gehe ich auf die gleiche Stelle dieser Panzerplatte, wo ich eben meine Maus drüber gehalten habe. Und hier steht immer noch Panzerungsstärke 102 mm. Effektive Panzerungsstärke 134 mm. Hallo, was ist das? Ist kein Bug. Hier zeigt uns jetzt tatsächlich das Spiel, es berechnet das, wenn an der Stelle, wo jetzt mein Mauszeiger ist, das Geschoss einschlagen würde, abgeschossen aus der Richtung eurer Nasenspitze, dann müsste es, um dort durchzukommen, 134 mm Stahl durchdringen. Das ist jetzt aber nicht an der Front an jeder Stelle gleich. Nein, es liegt hier immer an dem Winkel, mit dem das Geschoss aufschlägt. Wenn ich jetzt hier hinten gucke,
ne, dann ist die effektive Panzerung 149 mm. Wenn ich hier vorne gucke, dann ist die effektive Panzerung nur 118 mm, weil der Winkel nicht mehr so spitz ist. Hier hinten ist die Wahrscheinlichkeit dann übrigens noch um ein Vielfaches größer, dass das Geschoss eventuell abprallt. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber du drehst doch die schlappe Seitenpanzerung rüber und wenn der mir da reinschießt, dann gute Nacht. Nein, auch da gilt diese Regel. Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Angenommen, das Geschoss würde hier vorne auf die Ecke einschlagen. Dann sehen wir, unser Panzer hat dort nur eine Panzerungsstärke von 82 mm. Aber dadurch, dass wir angewinkelt stehen, ist die effektive Panzerungsstärke 186 mm. Boah, mehr als vorne. Das heißt, ich bin in dieser Situation an der Seite sogar noch besser gepanzert als an der Front. Ja, wo gibt es denn sowas? Und je weiter nach hinten das Geschoss, ne, einschlagen würde, desto größer wird meine Panzerung. Ganz da hinten am Heck, da wo der Motor sitzt, da sind wir schon bei 270 mm. Das durchschlägt so schnell kein Geschoss mehr. Ganz nebenbei immer noch wieder die Option, dass das Geschoss eventuell abprallt. Und das hier ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ihr euch für das Spiel merken müsst. Versucht euch immer angewinkelt hinzustellen. Das heißt, ihr bietet dem Panzer da hinten nicht mehr Angriffsfläche, der auf euch schießt, sondern ihr schützt euch viel effektiver, als wenn ihr frontal steht oder seitwärts. Würde ich jetzt seitwärts stehen, dann hätten wir hier wieder nur 82 mm. Zack, bumm, da geht das Geschoss durch. Ich stehe angewinkelt, die gleiche Panzerplatte, 200 mm. Ein Riesenunterschied und das erklärt jetzt vielleicht auch, warum der eine oder andere Panzer nicht geknackt wird. Das heißt, wenn ihr im Spiel euch das zu Herzen nimmt und euch immer angewinkelt hinstellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass euch ein gegnerischer Panzer direkt mit dem ersten Schuss knackt, viel geringer, als wenn ihr euch ganz normal hinstellt. So, dasselbe gilt jetzt natürlich fürs Schießen. Angenommen, nach vorne, diese weiße Hütte ist der Gegnerpanzer, auf den wir schießen wollen. Dann drehen wir das Rohr hier rüber und der Panzer bleibt so stehen, wie er ist. Und dann habe ich hier vorne diese beiden Flächen, wie wir sie gerade eben angeguckt haben. Die zeige ich ihm, habe dadurch aber eine viel dickere, effektive Panzerung und kann dann mit meiner Kanone auf den Gegner schießen. Ich zeige euch das gleich nochmal an einem Beispiel auf dem Gefechtsfeld. Das ist nun mal so, ne, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich zeige das jetzt nochmal ganz kurz an dem schwach gepanzerten T-34. Da ist es nämlich noch extremer, dadurch, dass die Russen damals ganz, ganz viele Schrägen eingebaut haben in die Fahrzeuge. Ne, und jede Schräge macht die Panzerung effektiv ein bisschen dicker. Jetzt haben wir hier den T-44. Der hat eine effektive Frontpanzerung von 45 mm. Nichts im Vergleich zum Tiger mit seinen 102 mm. Aber wenn ihr jetzt hier guckt, wenn das Geschoss hier, wo die Maus ist, auftreffen würde, aus dem Winkel, auf dem wir jetzt drauf gucken, dann hätten wir hier schon eine effektive Panzerung von 98 mm. Da hinten an der Ecke 105 mm, da sind wir schon auf Tiger-Niveau. Hier vorne 90 mm. Die ganze Schräge hier vorne ändern sich die Werte auch. Von 40 mm gehen wir hoch bis auf 102 mm. Und dadurch, dass diese Panzerplatten auch noch abgeschrägt sind, eben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Geschosse, die mich treffen, eventuell auch noch abprallen. Ja, wenn ich jetzt die Kamera weiter nach unten mache, mein Panzer steht ein bisschen tiefer, dann gucken wir hier hinten mal auf die Ecke, sind wir schon bei 124 mm. Faszinierend, ne? Erklärt jetzt vielleicht auch, warum die OP-Panzer der Russen so schwer zu knacken sind. Das hat nichts damit zu tun, dass Gaijin diese Panzer in irgendeiner Art und Weise stärker programmiert hat, sondern das hat wirklich was damit zu tun, dass die Russen damals intelligenter die Panzer gebaut haben als die Deutschen. Die deutschen Panzer waren gut, ohne Zweifel. Aber das, was die Russen hier gemacht haben mit den Schrägen, ist heute noch maßgebend im Panzerbau. Das wird auch heute noch angewandt. So, kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben jetzt ein Fahrzeug vor uns. Jemand weiß, wie er spielt. Das Fahrzeug steht womöglich auch noch angewinkelt da. Wie knacken wir den? Den knacken wir dann über die Hitzone. Hitzonen sind all diese ganzen Punkte hier vorne. Das MG. Wenn ich hier immer meine Maus drauf halte, könnt ihr das sehen. Nur 31 mm Panzerung. Wenn ich da drauf schieße, große Wahrscheinlichkeit, da durchzuschlagen. Hier vorne die Fahrerluke. Von 75 mm, jetzt bin ich jetzt auf der Fahrerluke, angeschrägt. Jetzt ist er gerade am Zicken. 92 mm, da kommen wir noch durch. Ihr könnt das sehen. So, das gleiche ist hier. Ich muss gucken, ob wir den hier noch irgendwie kriegen. Den Drehkranz bei diesem Panzer. Kriegen wir den Drehkranz?
Ja, wir haben hier 55 mm, aber der Drehkranz wird mir nicht im Detail angezeigt. Wir gucken jetzt mal eben schnell beim Tiger, da weiß ich, dass es angezeigt wird, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir hier den stark gepanzerten Tiger. Kriegen wir jetzt den Drehkranz in unser Fadenkreuz. Der Drehkranz ist übrigens leichter zu treffen als hier mit der Maus die Anzeige. Und da seht ihr, der Tiger ist an der Stelle nur 86 mm stark gepanzert. Und der Drehkranz geht rumrum. Das heißt, diese 86 mm gelten für jede Seite des Fahrzeuges. Sprich, kommen wir in so eine Situation, wir können denjenigen nicht knacken, sucht euch ganz schnell die einzelnen Hitzonen, da wo der Panzer nicht so stark gepanzert ist, schießt da drauf, idealerweise schießt ihr hier vorne auf den Ring des Turms, auf den Drehring, jetzt kriege ich ihn wieder nicht rein, aber er ist da, glaubt's mir, und dann kriegt ihr diesen Panzer auch geknackt. Die zweite Sache, die ihr euch vielleicht noch merken solltet, sind die sogenannten Innensachen eines Panzers. Je nachdem, wo ich bei einem Panzer reinschieße, kann ich nämlich unterschiedlich starken Schaden verursachen. Und da auch einfach mal jeden Panzer mal ganz kurz angucken. Ihr könnt hier sehen, die Deutschen sind damals hingegangen und haben die ganze Munition hier in die Seite gepackt. Das heißt, wenn ich mit meinem Panzer hier vorne durchkomme und schaffe es, hier die Munition zu treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Tiger explodiert. Wenn wir uns dagegen den russischen Panzer angucken, haben die das ganz anders gemacht. Da haben wir hier Kraftstofftanks, die erstmal im Weg sind. Da vorne ist zwar auch ein bisschen Munition, aber um die zu treffen, da gehört schon ein bisschen mehr zu. Weil jetzt könnt ihr sagen, ja, ja, haha, mein Kraftstoffstand kaputt. Ja, da haben wir dann auch wieder so ein Problem. Die Russen haben damals Diesel benutzt, die Deutschen Benzin. Was brennt schneller, was brennt leichter? Benzin. Das heißt also, Dieselkraftstoff schwer zu entzünden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kiste anfängt zu brennen, viel, viel geringer als wie bei den Deutschen. Sollte man nicht vergessen. Zweite Sache, heißt es immer wieder, die Deutschen, da ist so schnell der Motor am Brennen. So, wenn wir uns jetzt hier das Fahrzeug nochmal angucken, das gilt für fast alle russischen Fahrzeuge. Wir haben hier hinten den Motor, wir haben hinten das Getriebe. Das heißt, wenn vorne eine Kugel reingeht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass hinten Motor oder Getriebe kaputt gehen. Bei den Deutschen war es genau andersrum. Die haben eine andere Konstruktionsweise verwendet. Gucken wir uns nochmal den Tiger an. Motor hinten, ja okay, mit Benzin angetrieben, brennt schnell und hier vorne haben wir das Getriebe. Geht hier vorne ein Geschoss durch, trifft es das Getriebe, ist das Getriebe kaputt, lässt sich der Panzer nicht mehr fahren. Erklärt auch wieder so die eine oder andere Situation, hat auch nichts mit OP-Panzern zu tun oder sonst irgendwie was, liegt einfach daran, dass die Deutschen damals ihre Panzer anders gebaut haben als die Russen. Ja, abgeschrägte Panzerung haben wir zum Ende des Krieges dann auch eingeführt, da wird es dann auch ein bisschen schwieriger. Das war so jetzt erstmal heute das Tool, das ihr euch angucken solltet. Jetzt versteht ihr auch, warum es wichtig ist, sich angewinkelt hinzustellen. Ich habe dadurch einfach mehr Panzerung. Ich werde euch das gleich an einem Video nochmal zeigen. Aus einem Match heraus, wie toll das funktioniert. Jetzt haben wir allerdings noch eine zweite Sache. Da habe ich von einem YouTube-User noch einen tollen Hinweis gekriegt. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal eben an. So, das war also auch ziemlich interessant, würde ich sagen, das mit dem Fernglas. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum ich so schnell rede. Ich mache dieses Tutorial jetzt zum zweiten Mal. Das erste Tutorial, das ich aufgezeichnet habe, ging über eine Stunde, weil ich mir so viel Zeit gelassen habe, euch die ganzen Stahlplatten und alles zu erklären. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Keiner guckt sich eine Stunde lang ein YouTube-Video an. Macht keiner, es sei denn, es ist ein Spielfilm. Deswegen kommen wir jetzt hier auch gleich schon zu unserem nächsten Video. Wir bewegen uns aufs Gefechtsfeld. Da zeige ich euch nochmal einmal, wie das aussieht mit dem angewinkelt Stehen. Und wenn wir damit fertig sind, gehen wir dann in unser eines Gefecht, gucken uns das an. Und dann hoffe ich, dass das Video heute nicht länger als 30 Minuten geworden ist. So, bevor wir uns jetzt auf die Teststrecke bewegen, wie ich das jetzt gerade eben angekündigt habe, möchte ich an dieser Stelle noch auf eine ganz, ganz klasse Sache hinweisen, die einer unserer YouTube-Zuschauer mir gesagt hat, wo er mich daran erinnert hat. Und ich denke, auch da wissen ganz viele Leute von euch nicht, dass es diese Funktion gibt. Es gibt nämlich hier die sogenannte Fernglasansicht. Und diese Fernglasansicht ist standardmäßig deaktiviert. Das heißt also, ihr müsst die in eurem Menü selbst aktivieren und das hat dann den Effekt, dass ihr auf dem Gefechtsfeld nicht unbedingt mit der Visiereinrichtung gucken müsst und den Gegner suchen müsst. Das Visier dreht sich ja nur so schnell, wie sich der Turm dreht, sondern dass ihr mit einem Fernglas, so wie es der Kommandant quasi vor den Augen hat, das Gefechtsfeld auch gezoomt absuchen könnt. Wie man da hinkommt und wie man das einstellt, zeige ich euch jetzt hier einmal ganz kurz. Ihr geht hier oben auf das Menü, auf die Steuerung und dann
je nachdem, welchen Steuerungstyp ihr verwendet. Ja, wir haben jetzt hier Panzersteuerung. Gucken wir einmal Maussteuerung, vereinfachte Steuerung. Wo finden wir das Fernrohr? Da finden wir es nicht. So ein Quatsch, was erzähle ich da? Das sind die Sichteinstellungen. Und Sichteinstellungen, da haben wir hier einmal die Fahreransicht. Die kann man tatsächlich aktivieren. Ja, wir können das ja jetzt mal hier machen. Spaßeshalber machen wir hier Fahreransicht. Taste zuweisen, machen wir die Taste 5 auf der Maus. Und Fernglasansicht machen wir Taste zuweisen, Steuerung und Maustaste 4. Ja, und wenn wir jetzt gleich, wir machen jetzt mal einmal ein Testgefecht, dann kann ich euch zeigen, was für Auswirkungen das hat. Ja, gehen wir mal jetzt hier einmal auf die Teststrecke. So, Testfahrt. Und dann gucken wir uns mal an, was sich dadurch geändert hat. Eine total klasse Sache. Man muss es halt nur manuell einstellen, weil das Spiel das standardmäßig nicht eingestellt hat. Gucken wir uns mal an, ob ich es jetzt richtig gemacht habe. Aber ich gehe davon aus, dass dem so ist. So, da sind wir wieder. Und wir gucken jetzt mal einmal, was hatten wir gesagt? Steuerung, Maustaste 5. Da ist die Fahreransicht. Voll cool. Sieht also tatsächlich so aus, als wenn ich hier in meinem Panzer unten drin sitze und damit durch die Gegend mümpel. Ist allerdings ein Gadget. Also ihr habt dadurch jetzt nicht irgendwelche Vor- oder Nachteile. Es ist einfach nur lustig. So, und jetzt nehmen wir Steuerung, Maustaste 4. So, und da haben wir das Fernglas von unserem Kommandanten. So, und ihr seht, der kann seinen Kopf natürlich viel, viel schneller drehen, als ich unten mein Geschützrohr. Und das heißt, wenn ihr da in irgendeiner Art und Weise... So, jetzt können wir können sogar scrollen mit der Maus. Das heißt, wir können unsere Sicht noch mehr vergrößern. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit der Ansicht unseres Kanonenrohres. Ich richte das mal hier aus auf einen der Panzer. So, hier, da sind die ganzen Panzer, damit wir da einen Vergleich haben. So, jetzt gehen wir hier auf die V-Taste nochmal wieder. Ja, ist in etwa, glaube ich. Nee, ich glaube, das hier ist nicht ganz so... Nicht ganz so wie mit dem Fernglas, oder? Nochmal scrollen. Ja, mit dem Fernglas scheint es, dass wir noch ein wenig näher herankommen. Also diese Funktion, ganz interessant, hilft einem vor allen Dingen, wenn man schnell mal so ein bisschen rundherum gucken möchte. Das geht nämlich mit dem Turm nicht so fix. Und deswegen an dieser Stelle danke. Und deswegen auch nochmal der Hinweis, eure Kommentare sind wirklich wichtig. Weil nur dann weiß ich, mein Gott, ne, was musst du den Leuten erzählen? Was ist nicht wirklich klar? Und deswegen danke für die Kommentare. Und ich hoffe, dass ihr euch auch in Zukunft weiter beteiligt. So, und jetzt machen wir mit der anderen Sache weiter, die ich eben angekündigt hatte. So, jetzt sind wir nochmal hier auf dem Testgelände, weil ich euch das nochmal verdeutlichen möchte, was wir heute ja im Grunde genommen besprochen haben. Und zwar haben wir jetzt hier mal einmal so eine typische Gefechtssituation. Die beiden Fahrzeuge stehen sich gegenüber und würden wir das so lassen, wie es ist, dann wäre es auf beiden Seiten so, dass wir direkt auf das gegnerische Fahrzeug schießen können und nur die bautechnischen Schrägen in unserer Panzerung uns so ein bisschen dabei unterstützen, dass wir vielleicht nicht sofort zerstört werden. Und jetzt haben wir heute gesagt, wenn wir ein Fahrzeug anwinkeln, dann ändert sich das. Das würde jetzt also in dieser Situation so aussehen, wenn wir auf unseren Gegner treffen, der direkt vor uns ist, dass wir ganz schnell versuchen, unseren Panzer anzuwinkeln, damit wir zwar immer noch eine Angriffsfläche bieten, aber damit das Geschoss von ihm eventuell abprallt oder einen längeren Weg benötigt, um in den Kampfraum vorzudringen. Das würde jetzt in dieser Situation folgendermaßen aussehen. So würde das jetzt aussehen. Und wenn wir jetzt hier mal einmal auf unser Rohr gucken und auf die Ecke vom Panzer, dann seht ihr auch, da haben wir diesen wunderschönen Winkel, wie ich ihn eben beschrieben habe. Jetzt bietet ihr im Grunde genommen die größtmögliche Deckung, die ihr in so einer Situation bekommen könnt. Deckung in Form von Panzerung. Das heißt, jetzt müsste er dementsprechend viel Material durchschlagen, damit er euch überhaupt zerstören kann. Ihr könnt das hier nochmal sehen, über die Fahrzeugecke hinweg. Das Rohr ist auf den Gegner gerichtet. Und man kann das jetzt auf die Spitze treiben, nachdem man zum Beispiel einen Schuss abgefeuert hat, dass man den Turm einmal ganz kurz rausdreht. So.
Ja, dann würde ich hier auch nochmal wieder Schrägen bieten und ihm würde es schwieriger oder schwerer fallen, vorne durch meinen Turm durchzukommen. Und sobald ich wieder schießen möchte, drehe ich den Turm wieder auf ihn ein. Der Schuss wurde abgefeuert. Ich drehe wieder zurück, biete wieder genug Schrägen, auch oben an meinem Turm, drehe wieder zurück, schieße. Das ist natürlich kein Allheilmittel. Es wird immer wieder vor allen Dingen in einem Spiel einen Panzer geben, der euch trotz alledem durchschlägt, weil die Fahrzeuge ja so eingestuft worden sind, dass wir im Grunde genommen die Möglichkeit haben, unsere Gegner abzuschießen. Das, was ich euch jetzt hier erzählt habe, funktioniert tatsächlich, allerdings nur eingeschränkt, weil die Fahrzeuge hier ein Battle Rating haben und das Battle Rating ist davon abhängig gemacht worden, ja, wie stark die Fahrzeuge gepanzert sind, was für eine Kanone sie haben. Diese ganzen Sachen, die spielen da mit rein und deswegen werdet ihr fast immer auf dem Gefechtsfeld auch auf Fahrzeuge treffen, die euch sehr wohl knacken können. Ne? Nur, wenn man sich jetzt so hinstellt, erhöht das die Überlebenswahrscheinlichkeit um ein Vielfaches. Man kann sich besser so hinstellen, als wie dass man sich ganz gerade hinstellt, dann mit dem ersten Schuss womöglich Geschichte ist. In diesem Fall ist man dann vielleicht erst mit dem zweiten oder dritten Schuss Geschichte. Und die Zeit, die derjenige bis dahin braucht, können wir dann vielleicht selbst nutzen, um ihn abzuschießen. Jetzt noch eine zweite Situation. Ihr trefft nicht frontal aufeinander, sondern versetzt. Da befindet sich mein Panzer quasi schon in dieser Position. Da brauche ich nicht mal mehr großartig was machen. Das heißt also jetzt nicht, oh, da hinten ist der Panzer. Ich habe bei Implied gesehen, ich muss mich irgendwie in einem Winkel hinstellen. Ne? Dann stehen wir nicht mehr in dem Winkel, dann stehen wir wieder gerade. Das heißt also, in dem Moment muss ich das Fahrzeug überhaupt gar nicht bewegen. Es steht schon richtig. Ne? Vor allen Dingen aus dieser Position heraus kann man immer noch wieder versuchen, denjenigen zu flankieren, weil wir auch auf seine spitze Ecke schießen würden. Und wenn wir ihn flankieren, das habt ihr gesehen, dann kommen wir auch durch sein Material durch und können ihn zerstören. Das sind so die einzelnen Punkte. Versucht euch dann natürlich immer auf die Hitzonen des Gegners zu konzentrieren, weil es eben schwieriger ist, ja, durch dickes Material durchzukommen, als wie durch eine Hitzone, haben wir heute auch gelernt. Wie das Ganze im Gefecht aussieht, da habe ich auch noch mal einen kleinen Clip vorbereitet und dann kommen wir für heute auch schon zum Ende dieses Tutorials. Das nächste Tutorial wird sich im Übrigen mit den einzelnen Munitionstypen befassen. Da gibt es nämlich auch Unterschiede, was man da machen kann, in welcher Situation man welche Munition wählt, werde ich euch beim nächsten Mal erklären. Und es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, seinen Panzer zu decken und den Gegner zu bekämpfen. Auch das im nächsten Guide gibt es noch ein paar tolle Tricks, die werde ich euch dann auch erzählen. Wir gucken uns jetzt erstmal den letzten Schnipsel an und dann sehen wir weiter. So, wir befinden uns jetzt auf dem Gefechtsfeld und hier kann man, glaube ich, gleich ganz wunderbar sehen, wie toll diese Taktik dann doch funktioniert und einem das ein oder andere Mal dann eventuell den Arsch rettet. Wir sind jetzt hier auf Ash River auf der Karte und ihr könnt sehen, da hinten ist jetzt schon alles voller gelber Feindfahrzeuge, die ich versuche zu bekämpfen. Viele meiner Kollegen befinden sich ganz woanders auf der Karte, aber auch hier habe ich die Taktik angewandt, die ich euch letztens schon erzählt habe. Ich versuche immer auf den höchsten Punkt der Karte zu fahren, ich versuche mich immer über den Rand einer Karte zu bewegen und ja, letztendlich hatte ich dann das Problem, dass viele der Gelben hier gewesen sind, A gecappt haben und ich mir dann was einfallen lassen musste. Ja, und hier kommen wir dann jetzt gleich an den ersten Punkt. Ich habe meinen Panzer so stehen lassen, aber wenn ihr jetzt genau hinguckt, ich halte jetzt hier mal die Kamera an, das Spiel, so eine Sekunde, wenn wir jetzt hier genau hingucken, dann könnt ihr sehen, dass ich genau das mache, was ich euch eben gezeigt habe. Ich winkel den Panzer an. Da könnt ihr sehen, da hinten ist alles voller Gelber und jeder einzelne der Gelben, der mich jetzt unter Feuer nimmt, trifft quasi auf meine ganzen schrägen Panzerplatten. Und das hat dann zur Folge, dass ich zwar beschossen werde und auch getroffen werde, aber keinen Schaden erleide. Wir gucken mal weiter. So, da hatten wir den ersten Treffer und das Geschoss ist genau hier vorne, könnt ihr das sehen, eingeschlagen. Und ihr könnt euch daran erinnern, was ich euch eben erzählt habe, ganz viel Material, durch das er durch muss. Dann hat er noch von unten hochgeschossen, das heißt, auch das kam noch zusätzlich hinzu, plus die Schräge der Panzerung, plus dadurch, dass wir angewinkelt gewesen sind, den sein Geschoss hat in der Position überhaupt gar keine Chance.
Confirm a position. Roger that. Confirming fire. Das gleiche jetzt hier wieder. Habt ihr gesehen? Und wir haben dann jetzt hier so einen Punkt erreicht, wo ich mir gesagt habe, Moment mal, ne, da ist alles gelb auf der Karte. Wir haben auch noch zwei Basen. Ich hatte auch noch eine goldene Wette am Laufen. Jetzt müssen wir hier was tun. Ich muss A einnehmen, notfalls kostet mich das den Panther. Aber die goldene Wette wollte ich nicht verlieren, deswegen habe ich da jetzt so ein bisschen gezockt und habe gesagt, gut, ne, gehst du quasi auf Angriff. Vorher ist allerdings noch dieser M4A3 vorbeigeeiert gekommen, den ich ja in voller Fahrt beschossen habe, deswegen mich nicht wirklich auf die Hitzone konzentrieren konnte. Und deswegen habe ich zwar Schaden gemacht, aber es hat mir in dem Moment jetzt nicht einen Abschuss eingebracht, was nicht weiter schlimm gewesen ist. Letztendlich ging es hier darum, das Match zu gewinnen und wenigstens einen Abschuss zu erzielen. So, und jetzt befinde ich mich wieder in der Position. Da hinten ist alles gelb. Ich winkel meinen Panzer an. Wir können uns das auch nochmal angucken. Warte mal. So. Und ihr seht das. Ja, noch nicht ganz optimal. Ich korrigiere das gleich aber noch. Und drehe quasi wieder meine ganzen Schrägen zum Gegner hin. Gucken wir mal, was passiert. Ihr seht das, ich bleibe auch immer so ein bisschen in Bewegung, wenn sich bewegendes Fahrzeug schwerer zu treffen ist als ein stehendes Fahrzeug. Das heißt, wenn ihr so Flächen habt, wo ihr wirklich angreifbar seid, dann versucht immer so ein bisschen ja, in Bewegung zu bleiben. Dann ist die Chance auch größer, dass derjenige nebenher schießt, der euch unter Feuer nimmt. Ja, mittlerweile waren es drei gelbe Basen und es ging in Richtung wir verlieren. Ich habe schon einen dicken Hals gekriegt, weil eben meine goldene Wette am Laufen war. Ich eben schon zwei Matches gehabt habe mit Teams, die wirklich überhaupt gar nichts konnten. Die waren schneller alle tot, als ich in meinen zweiten Panzer einsteigen konnte. Da war das Match schon vorbei, weil alle abgeschossen waren. Und dann, wo ich jetzt gesagt habe, das geht so nicht weiter. Wenn du nur einmal verlierst, dann war es das mit der goldenen Wette. Also trau dich was. Und ja gut, dann bin ich jetzt hier rangefahren, habe geguckt, wo stehen die erstmal. Aber ganz klar, wenn ich da jetzt hochfahre, bin ich natürlich ein leicht zu treffendes Ziel. Gleichzeitig ist es so, dass ich nicht schießen kann, weil ich meinen Rohr gar nicht so weit runterdrehen kann, um dann da unter Feuer zu nehmen. Also bin ich hier entlang gefahren, habe gesagt, du gehst jetzt cappen. Wenn es klappt, dann hast du Glück gehabt, gibt ein paar Punkte. Vielleicht hilft das dem Team weiter. Also einen großen Bogen gemacht. Und dieser Panzer ist gleich Geschichte, allerdings nicht, weil mich ein Panzer abgeschossen hat, sondern das übliche Spielchen, über das ich mich ganz gerne mal aufrege, ist an dieser Stelle jetzt aber nicht weiter wichtig. So, da habe ich mich aufgepasst und habe die Punkte gerammt. Das war nicht meine Absicht. Aber ihr könnt das jetzt auch hier sehen, bevor jetzt gleich das Flugzeug auf mein Dach einschlägt, welches da dann gleich kommt. Wo ist es? Kann man es hier irgendwo sehen? Nee, man kann es jetzt nicht sehen. Ich habe wieder da vorne sind die ganzen gelben. Mich so hingestellt, dass nicht meine Fahrzeugfront zu den Gegnern zeigt. Hier bei dem T-34 ist das so, da gebe ich euch recht. Allerdings sind es ja mehrere und auf der Seite habe ich eben zwei Feindfahrzeuge, da habe ich nur eins. Da muss man dann so ein bisschen überlegen, was machen wir nicht. Ich habe mich halt dafür entschieden gehabt, mich so hinzustellen und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, nochmal korrigiert, kann man hier jetzt auch sehen. Ja, da ist die Ecke, Fahrzeug, wenn das hier drauf schießt, Fahrzeug, wenn das hier drauf schießt. Da hinten der Kollege wurde dann zu einem Problem, aber wir wollten ja cappen, was wir jetzt auch sofort geschafft haben. Und dann kam eben dieses Flugzeug und damit war das Thema dann erledigt. Sehen wir es jetzt hier schon irgendwo? Nein, sehen wir nicht. Gut, gucken wir mal weiter. Mit dieser spektakulären Aufnahme können wir die ganze Sache dann jetzt auch beenden. Ihr habt gesehen, dass es durchaus was bringt, wenn man diese Taktik anwendet. Warum diese Taktik funktioniert, habe ich euch anhand der Panzerungsplatten erklärt.
ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mal zugeschaut habt. Und ich würde sagen, wir kommen dann jetzt so langsam mal zum Ende. So, das war's dann heute auch mit unserem Tutorial, in dem es sich eben ja um Panzerungen gedreht hat, um ja abgeschrägte Panzerungen, um Hitzonen. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen was Neues beibringen, was ihr noch nicht wusstet. Diese ganzen Taktiken, wie ich es eben schon mal gesagt habe, bewahren euch nicht vor einem Abschuss. Man sollte auch noch zusätzlich Deckung für das Fahrzeug suchen, also möglichst wenig vom Fahrzeug dem Gegner als Angriffsfläche bieten. Hinter einer Bodenwelle stehen, habe ich ja schon immer oder immer öfters mal gesagt. Und auch so, wenn man jetzt angewinkelt steht, ist das kein Garant dafür, dass ihr nicht doch abgeschossen werdet. Wir haben genug Spieler, die das Spiel mittlerweile sehr gut spielen können, die wissen, wo sie hinschießen müssen, die auf Hitzonen schießen. Wir haben Munition, die uns auch nicht unbedingt davor bewahrt, dass wir nicht abgeschossen werden. Also es gibt auch Munition, besprechen wir beim nächsten Mal, mit der ich sehr wohl auch irgendetwas doch noch penetrieren kann. Da müsst ihr immer mit rechnen, aber es kann euch bei einem unerfahrenen Spieler durchaus helfen, dass der euch nicht klein kriegt. Oder es kann euch die nötigen Sekunden verschaffen, die ihr benötigt, um den Gegner vielleicht selbst vorher auszuschalten. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder zuschaut, mir ein Like gibt, mich eventuell abonniert, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ganz wichtig, benutzt bitte die Kommentarfunktion, wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt, was ich als nächstes erklären soll. Ich werde das dann machen. Bis dahin, alles Gute, tschüss, euer Impliid.